Ich bin in der glücklichen Lage, jeden Tag mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen, für sie, mit ihnen, in der Literaturvermittlung, beim Lesen und beim Schreiben. Und ich sehe, dass wir da hier als Gesellschaft und in der Kultur, im Bildungswesen viel Gutes schon bewegt haben. Ich sehe aber auch täglich die wachsenden Herausforderungen in diesem Bereich. Ich sage nur Stichworte wie Lesefertigkeit, sinnerfassendes Lesen, ganz generell das Befassen mit dem Kulturgut Sprache, mit dieser Tradition der Literatur. Und die Herausforderungen sind natürlich die zunehmende Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft, die abnehmende Konzentration bei Kindern zuhören zu können, selber lesen zu können. Und da sehe ich aber auch ein wichtiges Zusammenspiel unterschiedlicher Institutionen, das meines Erachtens noch viel besser ausgebaut gehörte, die Wissenschaft, das Bildungswesen, das Schulsystem und wir in der Kultur, die täglich ihren Beitrag, ihre Ergänzungen, ihre Zuspielungen, auch die Mehrwertigkeiten und emotionalen Momente da hineinbringen. Und das wäre mein Anliegen, das große Ansinnen für die nächsten Jahre. Arbeiten wir weiterhin so gut wie bisher, aber vielleicht auch noch gefördert und begleitet und evaluiert besser in der Leseförderung, in der Literaturvermittlung für junge Menschen. Schauen wir, dass Schulbibliotheken aktiv sind, gut ausgestattet sind. Schauen wir, dass wir miteinander das, was ja auch immer irgendwo an der Tafel schwarz angeschrieben wird, nämlich Analphabetismus, Abnahme von Lesefertigkeit etc., dass man das ja eigentlich mit allen unseren guten Energien und Möglichkeiten weiterbringen könnten.